Hallo und herzliches Willkommen, mein Name ist Lukas Max, heute ein neues Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um die GTA 5 Remastered Version, die schon in weniger als 3 Wochen erscheint. Ich würde sagen, wenn ihr nichts um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, here we go mit dem Video. So, wie schon im Intro gesagt, geht es heute mal wieder um die GTA 5 Remastered Version. Der Franklin, der GTA 5 Hauptcharakter, hat auf Instagram ein sehr, sehr interessantes Bild gepostet mit einer sehr, sehr interessanten Beschreibung. Und das schauen wir uns jetzt erstmal genauer an. So, ich blende euch jetzt hier gerade den Post an. Ich muss mir den hier auf Instagram gönnen, weil ich habe auf dem PC kein Instagram. Deswegen schauen wir uns den jetzt einfach mal an. Also, man sieht ein Bild von Franklin und Lester. Ich wollte gerade schon Mike sagen, keine Ahnung wieso. Wo die auf jeden Fall in der Story zusammensitzen. Das ist, glaube ich, bei den Attentatmissionen gewesen. Wenn ich mich recht entsinne, am Venice Beach halt. Man kennt ihn, Lester, mit seinen Aber. Schauen wir uns mal die Beschreibung an, denn dort sehen wir einfach nur eine Sanduhr. Okay, das war's mit dem Video. Nein, was hat denn das zu bedeuten, wenn Franklin eine Sanduhr postet? Ja, könnte viele Bedeutungen haben. Eine der einfachsten Bedeutungen. Er hat einfach nur Bock drauf. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn man sich das so überlegt, dass morgen Donnerstag ist, danach Freitag ist, ist ja klar, ich meine ja Malm, aber ich meine, morgen ist Donnerstag, morgen ist Eventwochentag und eventuell kommt morgen der Trailer zu der GTA 5 Remastered Version, aber wenn nicht, könnte auch der Trailer noch am Freitag kommen, denn Rockstar Games mag einfach auch irgendwie jetzt den Freitag für Trailer, fragt mich nicht, wieso, es ist einfach so. Ich habe mein ganzes Glas ausgeschüttet. So, dann könnte es natürlich noch die Bedeutung haben, dass Lester ein Comeback in GTA Online feiern wird mit der Remastered-Version. Weiß ich aber nicht so. Das wäre dann bestimmt ein bisschen komisch, weil dann wäre auch wieder diese Frau vom Casino Heist DLC am Start. Aber es würde funktionieren. Das ist schon mal eine sehr, sehr wahrscheinliche Möglichkeit. Ob es ist, weiß ich nicht. Aber auch noch eine Möglichkeit, die man echt gut in Betracht ziehen kann, ist, dass ein Story-DLC mit Lester kommt. Oder so ein komplett eigenes DLC, aber das wäre ein bisschen komisch. Komisch, wenn der das so ankündigen würde. Es wäre dann, glaube ich, wirklich so ein DLC, wo entweder alle nochmal zusammenkommen oder nur Franklin und Lester. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen sollte. Jetzt ist natürlich die Frage, welche von den Möglichkeiten ist am wahrscheinlichsten? Für mich persönlich wirklich die mit dem Online-DLC, dass Lester ein Comeback bekommt und so weiter. Aber was hat denn dann Franklin damit zu tun? Machen die vielleicht zusammen Arbeit, dass sie so sind im Online-DLC? Man weiß es halt nicht. Das würde auch gut mit dem Contract-DLC zusammenpassen, dass jetzt Lester dann so sagt, so, yo, du kommst jetzt mit mir arbeiten. So, aber I don't know. Story-DLC wäre auch sehr, sehr gut. Da wäre natürlich am Ende des Tages mal die Frage, wie viel es kosten soll, so ein Story-DLC, weil kostenlos werden sie jetzt mit Sicherheit nicht reinhauen. Vielleicht würde es auch so ein Inhalt von der Remastered-Version sein, aber ich weiß ja nicht. Auf PlayStation wird das ganze Ding ja kostenlos werden und da muss man sich schon wieder überlegen, würde das noch Plus machen für Rockstar Games. Ich meine, neue Online-Spieler immer gut, aber Storyplayer? Ah, ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, aber ich wollte euch darüber nur Bescheid sagen und jetzt kommen wir zu dem zweiten interessanten Post, den Franklin schon am 1. Februar gepostet hat. Und zwar ein Bild, wo halt sein Charakter ist. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich glaube, sein Model ist das. Von GTA 5 halt so ganz, ganz weird. Und seine Beschreibung dazu ist fast fertig. Wurde es am 1. Februar gepostet wurde, war für mich persönlich klar, yo, war irgendwas aus Langeweile. Aber jetzt denke ich mir so, okay, er postet das Model von GTA 5. Jetzt postet er eine Sanduhr. Was will er uns denn sagen mit fast fertig? Die Zeit läuft ab. Was möchte er uns sagen? Ich bin gespannt. Wir werden es hoffentlich in den nächsten 2 Wochen alles rausfinden, weil ich denke, dass Rockstar Games definitiv noch einen Trailer zu der GTA 5 Remastered Edition raushauen wird. Die Frage ist allerdings, wann? Wird es morgen sein? Wird es Freitag sein? Wird es nächste Woche sein? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen, am 15. März kommt das Spiel raus. Ich hoffe für PC. Ich hoffe, dass es nicht so viel kosten wird. Ich bin gespannt. Schreibt mir jetzt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Was denkt ihr darüber? Wird ein neues DLC in der Story erscheinen? Erstmals mit der Remastered-Version? Oder denkt ihr, das wird einfach ein Story-DLC? Wie damals beim Casino-DLC. Es kam ein Casino-DLC und dann kam schon im Winter das Casino-Heist.
scheiß DLC. Was denkt ihr darüber? Ich persönlich denke, das wird ein Online-DLC und die teasern das so, dass jetzt irgendwas mit Lester und Franklin gemeinsam kommt und dann wird irgendwann bestimmt auch noch ein Michael-DLC in GTA Online kommen. Aber ich bin gespannt. Abonniert jetzt gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt und folgt mir auch gerne auf Twitch. Dort bin ich wieder täglich live, weil ich jetzt wieder entbannt wurde. LucasMax Live heißt ich dort. Würde mich sehr, sehr freuen. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Luca. Ciao, ciao.